herzlich willkommen zu einem neuen Video und heute mal ein etwas anderes Game, und zwar Fishing Planet. Von der Steuerung genauso wie The Hunter, halt nur mit Fischen. Mit richtigem Punktesystem, also Level-System. Ja. Und das ist nur in der Entwicklung, also in Early Access, und zwar bei über Steam und Free-to-Play derzeit. Zum Testen natürlich. Und wie wir sehen, sind wir nichts. Haben wir ein bisschen zu tief gestellt hier für dieses Revier. Also die Animation finde ich sehr geil. Machen wir mal auf 1,50. So. Und gleich hoffen wir mal, dass wir hier einen Fisch sehen. Ja, ihr seht hier natürlich links unten die Chatbox. Da sieht man, welcher Spieler gerade welchen Fisch gefangen hat, wie viele Punkte. Man kann da auch mit Leuten schreiben. Und ich denke mal, das sollte ein gutes Spiel werden. Aber natürlich, The Hunter ist da der Vorreiter. Jetzt wartet man, dass ein Fisch anbeißt. Zum Beispiel. Ja, mal gucken, so wie ich das sehe, beißen sie hier nicht. Auf der Wurm so recht. Machen wir doch mal einen anderen Köder an. Man kann natürlich auch so auswerfen wie mit der Stöppe. Ist natürlich viel zu flach wie hier vorne. Aber wir werden es mal probieren. Ich glaube, hier vorne machen wir mal auf sagen wir mal 50 cm Tiefe. Sollte ausreichend sein. Und dann wollen wir doch mal schauen. Also ich finde es sehr, sehr cool, das Spiel. Man muss halt erstmal die Stellen finden, ja, am Gewässer, wo die Fische gerade sich befinden. Man hat hier natürlich kein Echolot oder sonstiges. Und ich finde es auch sehr cool. Na? Da ist doch einer bei an unserer Angel. Zack! Und da haben wir einen blauer Sonnenbarsch. Und gleich nochmal rein. Eine andere Stelle hier mal probieren. So. Also da gehen wir doch schon wieder ab hier. Die Ware gebracht. Wir haben jetzt schon fast Level 3 erreicht. Manchmal ist das komisch, ja. Da wechselt man den Köder und dann klack, 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 beißen sie. Aber so ist das Spiel schon recht interessant, finde ich. Da ist schon wieder einer bei an unserer Angel. Ja. Zack, haben wir am nächsten. Wieder ein blauer Sonnenbarsch.
aber am Anfang ist es natürlich schwieriger, wenn man, da fängt man nur kleinen Fische und dann bis zum nächsten Level. Aber nachher sollte das schon etwas flotter gehen, wenn wir die größeren Fische angeln, zum Beispiel Wels oder Aal, Hecht und so was. Zack, ist der nächste schon wieder da. Wir können ja mal einen anderen Köder ausprobieren. Obwohl, nehmen wir mal Käse. Mal gucken, ob wir auf Käse fangen. Oder ob da nichts geht. Also ich spiele das Spiel jetzt gerade mal einen Tag und ich muss sagen, also das ist nicht schlecht gemacht. Alleine schon die Animation der Angel, wenn Fisch dran ist, wie die Rolle dreht und so, also ist schon recht cool. Da ist ja schon wieder was dran an unserer Angel. Wieder ein Sonnenbarsch. Hier sagt man, kann auswerfen wie eine Stippe oder halt wie eine richtige Wurfrute über Kopf. Das geht alles. Wunderbar hier. Wir haben es kurz vor 6 im Spiel. 18 Grad schon. Recht warm. Da ist schon wieder was an unserer Pose dran. Aber der will nicht so richtig. Ich denke mal, es sind kleine Fische. Wir können ja nochmal Teig anhängen. Umgeht. Und dann haben wir natürlich schon den ersten Part gleich fertig. Und ich finde es eigentlich ganz cool, mal zur Ablenkung. Und so noch meinen nächsten. So, jetzt gehen wir mal hier rüber. Vielleicht fangen wir hier mehr, beziehungsweise was heißt mehr, aber größere Fische. Und die meisten Spiele, die man so zum Beispiel über Facebook spielen kann, die Angelspiele oder halt, ne, im Browser, finde ich nicht so toll. Hier ist es schon wesentlich cooler gemacht. Schön 204 Gramm hat der so, ja. Aber keinen großen Fisch. Schade. Jetzt haben wir Belohnung gekriegt. 5 Sterne, 25 Dollar. Und dann ist das schon mal gut. Ich werde jetzt erstmal hier, denke ich mal, ein, zwei Folgen beziehungsweise Parts machen, vielleicht auch drei, mal sehen, vielleicht mit den anderen Fischen noch. Und wenn ihr das denn öfters sehen wollt, könnt ihr das in den Kommentaren posten, unter dem Video natürlich, und dann werden natürlich auch ein paar davon kommen, und nicht nur The Hunter. Also ich finde das Spiel schon recht cool, muss ich sagen.
damit verabschiede ich mich erstmal bis zum nächsten Video. Bis dahin.